Ja, heute befassen wir uns mit dem Vorfall zwei Studierende von der Freien Universität Berlin. Viele haben es mitbekommen. Einer hat den anderen hier verprügelt, hat ihn angegriffen, verletzt. Das Ganze möglicherweise mit einem antisemitischen Hintergrund ist man noch am Ermitteln, spricht aber einiges dafür. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie geht denn die Uni damit um? Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Bruce. Was ist hier drüben? Aus Mainz. Ja, viele haben es mitbekommen, es gab einen Angriff. Ein Student hat einen Kommilitonen verprügelt, hat ihm erst ins Gesicht geschlagen. Danach, als er am Boden lag, dann wohl auch noch ins Gesicht getreten. Und das ganze Studenten der FU Berlin, Freie Uni. Ja. Und es ist im Moment an der Universität Berlin so, dass da ein sehr raues Klima herrscht. Da gibt es sowohl pro-israelische Studierende als auch pro-palästinensische Studierende. Und da kommt es im Moment immer wieder zu Stress und auch zu Aktionen. Im Dezember ist ein Hörsaal besetzt worden zum Beispiel. Und ja, es ist einfach eine aufgeladene Stimmung momentan dort. Die Hochschule ist aus meiner Sicht auch ein bisschen überfordert mit der Situation. Nun war dieser Vorfall eben, ja, und das Opfer dieses tätlichen Angriffs, um den es hier geht, war Jude. Und der Angreifer hatte wohl eine sehr pro-palästinensische Einstellung, was für sich genommen nicht schlimm ist. Aber es steht der Verdacht im Raum, dass das Ganze passiert ist, weil das Opfer eben Jude ist. Ja, und es wäre natürlich eine harte, harte Kiste. Also man sollte sowieso niemandem ins Gesicht schlagen und ihm danach noch treten ins Gesicht, wenn er auf dem Boden liegt. Aber wenn sich bewahrheitet, dass das Ganze auch noch einen antisemitischen Hintergrund hat, dann ist das natürlich wirklich eine krasse Nummer. Ja, das muss man ganz klar sagen. Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. Gefährliche Körperverletzung steht hier im Raum. Warum gefährliche Körperverletzung? Weil hier ein gefährliches Werkzeug verwendet wurde. Gefährliches Werkzeug könnte sein, was weiß ich, wenn man jemanden mit einer Eisenstange schlägt oder einen Stein oder irgendwas anderes. Aber es kann auch tatsächlich der beschuhte Fuß sein, mit dem er hier ja anscheinend dem Opfer noch ins Gesicht getreten hat. Nach Mitteilung des Bruders des Opfers geht es diesem wieder besser mittlerweile, so habe ich es gelesen. Zum Hintergrund dieser ganzen Proteste und Auseinandersetzungen an der FU Berlin, das Ganze hat seinen Grund im Gaza-Krieg, ja, im gesamten Nahostkonflikt derzeit. Und da gibt es immer wieder Stress. Von der Besetzung dieses Hörsaals von pro-palästinensischen Studierenden hatte ich ja berichtet. Und jetzt hat sich natürlich auch der Zentralrat der Juden eingeschaltet und der Vorsitzende sagt, okay, ihr müsst diesen Täter exmatrikulieren. Ja. Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sagt, ja, kann die Forderung nach der Exmatrikulation schon verstehen, aber man muss erstmal abwarten, ob sich der Antisemitismusvorwurf überhaupt bestätigt. Und das sehe ich auch so, weil man muss mal erstmal die Ermittlungen jetzt abwarten. Gibt jetzt viele, viele Versionen da und die Medien überschlagen sich natürlich, aber das bleibt abzuwarten, spricht sicherlich einiges dafür, aber wir waren nicht dabei, also ich weiß das schlichtweg nicht, ja, zum jetzigen Zeitpunkt. Fakt ist, es ist eine niederträchtige Tat, gehört auch entsprechend bestraft. Was diese Exmatrikulation angeht, muss ich sagen, dass das nicht klappen wird. Und das sagt auch die Freie Uni in Berlin. Warum klappt das nicht? Tja, vor einigen Jahren hat man in Berlin im Rahmen einer Gesetzesreform die Hochschulgesetze reformiert, das Hochschulrecht. Und da ist diese Exmatrikulation nicht mehr vorgesehen. Und für so eine solche bräuchte es eine klare Regelung. Und die ist nicht mehr da. Die hat man rausgenommen, weil es eben ein sehr harter Eingriff natürlich in das studentische Leben ist. Ne? Da wird ein öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis ja im Prinzip dann beendet aufgrund einer Strafmaßnahme. Und das wollte man wohl irgendwie nicht haben und hat es rausgenommen. Das sagt auch die FU Berlin so. Und deshalb wird es keine Möglichkeit zur Exmatrikulation dieses Studenten geben. Was möglich wäre, das prüft man derzeit, ist ein Hausverbot. Das sieht die Berliner Rechtslage so vor. Man könnte ihm ein Hausverbot erteilen, dann kann er nicht kommen. Das Ganze geht aber nur befristet für die Dauer von bis 3 Monaten. Ja, aber länger eben nicht. Man könnte es auch nicht dadurch umgehen, übrigens, dass man jetzt das immer wieder neu ausspricht. Dann sind es 3, 6, 9 Monate und macht das halt immer wieder. Das würde nicht funktionieren. Das würde nur dann rechtmäßig sein, wenn er sich wiederholt und fortgesetzt eben hier neue Dinge zu Schulden kommen lässt. Also es scheidet auch aus. Ja. Interessantes Thema übrigens, in anderen Bundesländern habe ich mal nachgeguckt, ist das Ganze möglich, die Exmatrikulation? Ja, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen und in Bayern. Ja,
da sehen die Hochschulgesetze das noch entsprechend vor. Ich sage aber dazu, hohe Voraussetzungen muss verhältnismäßig sein und so weiter. Ja, weil es natürlich, wie ich gesagt habe, ein sehr einschneidender Eingriff ist ja in das Studierendenleben. Auch bei dem Hausverbot muss man ein bisschen aufpassen. Ja, die FU Berlin sagt auch, wir müssen erstmal die Betroffenen anhören und uns selbst ein Bild machen. Und das ist natürlich auch völlig richtig. Wenn man nämlich vorschnell vorgeht, passiert es nämlich wie an der Uni in Köln. Da gab es nämlich einen Vorfall kürzlich. Und zwar hatten die eine Veranstaltung, da sollte der israelische Botschafter kommen. Und da haben einige Studierende irgendwie auf Instagram zum einen Beitrag geliked, die zum Boykott dieser Veranstaltung aufruft. Und dann sollen sie aber auch noch die Parole From the River to the Sea verbreitet haben. Ja, daraufhin gab es dann ein Hausverbot gegen drei Studierende, was ich so rein vom Gedanken schon nachvollziehen kann. Aber die Studenten sind vor das Gericht gezogen, Verwaltungsgericht Köln, und die haben gesagt, nee, das ist zu hart. Also das reicht uns hier nicht. Aus den Umständen ist nicht klar erkennbar, dass hier auch eine gewisse Prognose da war, dass die Studierenden jetzt wirklich diese Veranstaltung stören. Ja? Und das hielt das Gericht für erforderlich, um dann ein solches Hausverbot auch zu verhängen. Ja? Entscheidung wurde angegriffen, ist dann nochmal bestätigt worden vom Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen. Ja? Also da muss man aufpassen. Wie gesagt, ich denke aber hier im aktuellen Fall ist die Lage natürlich anders. Geht ja wirklich um tätlichen Angriff hier. Während es in Köln hier um, ja, ich sag mal, das Liken von Instagram-Posts ging und natürlich um die Verbreitung dieser Parole, ja, die ja auch wohl strafrechtlich relevant ist, wir hatten uns kürzlich damit befasst. Aber trotzdem muss man da bedacht handeln und da müssen alle Voraussetzungen eingehalten werden. Und natürlich muss die Uni sich auch erstmal ein Bild machen, warum ist denn das Ganze überhaupt passiert. Ja, ich habe ja gesagt, spricht im Moment wohl einiges dafür, dass es einen antisemitischen Hintergrund hat. Aber da muss man die Ermittlungen trotzdem abwarten. Könnte ja auch sein, dass sie sich über was anderes gestritten haben, Kaugummi oder so. Ne? Das ist nicht sarkastisch gemeint. Ich sage nur, es ist halt im Moment an der FU Berlin eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und da wird auch immer wieder gefordert, dass die Uni hier irgendwie härter durchgreifen muss, muss sich dafür einsetzen, dass Antisemitismus da keinen Raum findet. Und es ist einfach eine schwierige Situation. Ich habe zuletzt gelesen, man denkt sogar, oder viele fordern sogar, dass privates Sicherheitspersonal an der Uni eingesetzt wird. Tja, also bleiben wir mal dran an der Sache. Ich finde es auf jeden Fall schockierend, wie das im Moment abläuft. Es ist ja nicht nur die Uni, es sind viele Unis. Wir haben auch in Amerika gesehen, was da teilweise an Universitäten los ist. Ja, das ist keine schöne Entwicklung, die da stattfindet. Es verurteile ich auch, was da passiert. Und hoffe, dass man das irgendwie in den Griff bekommt. Ja. Was auch einer gefordert hatte, waren flächendeckende Hausverbote, jetzt zum Beispiel für pro-palästinensische Leute. Das geht natürlich nicht. Du kannst jetzt nicht eine gesamte Gruppe hier irgendwie per Hausverbot sanktionieren. Ja, das geht nicht, sondern es muss eine tatsächlich und auf den Einzelfall bezogene Gefahrenprognose tatsächlich da sein. Ja, tatsachenbezogen, einzelfallbezogen und so weiter. Also bleibt abzuwarten und ich hoffe, dass das eine Entwicklung ist, die bald endet. Aber im Moment sieht es leider nicht so ganz danach aus. Wir bleiben mal an dem Fall hier dran und sobald da dann eine Entscheidung ergeht in dieser Sache, werde ich wieder davon berichten. Ja, soweit für heute und bis bald.